Bei der 15. offiziellen Hallenkreismeisterschaft im Fußball in der Rastäder Halle Feldbreite waren die 16 besten Fußballmannschaften aus dem Ammerland vertreten. Nach den Vorrundenspielen in 4 Gruppen und dem Viertelfinale waren schließlich die 4 höherklassigen Ammerländer Fußballteams im Halbfinale vertreten. Im ersten Halbfinale gewann der Oberligist SSV Jeddelo mit 3:1 gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter Kickers Wannbeck. Anschließend siegte der FC Rastede gegen den SV Eintracht Wieferstede. Beide Teams spielen in der Bezirksliga mit 1:0. Im Elfmeterschießen um Platz 3 gewann Kickers Wannbeck. Das Endspiel vor großer Zuschauerkulisse verlief sehr spannend. Gleich in der ersten Minute ging Favorit Jeddelo in Führung. Aber die Rastäder feiteten zurück und gewannen am Ende etwas überraschend, aber auf jeden Fall verdient, mit 3:1 Toren. Der Jubel im Team war natürlich riesengroß.